Kapitel 52. Zedekia war 21 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal, eine Tochter Jeremias aus Libna. Und er tat, was dem Herrn missfiel, gleich wie Jojakim getan hatte. Denn so geschah es mit Jerusalem und Juda um des Zornes des Herrn willen, bis er sie von seinem Angesicht wegstieß. Zedekia fiel ab vom König von Babel. Im 9. Jahr seiner Herrschaft, am 10. Tage des 10. Monats, kam Nebukadnezar, der König von Babel, mit seinem ganzen Heer vor Jerusalem, und sie belagerten es und machten Bollwerke ringsumher. Und die Stadt blieb belagert bis ins 11. Jahr des Königs Zedekia. Aber am 9. Tage des 4. Monats nahm der Hunger Überhand in der Stadt, und das Volk des Landes hatte nichts mehr zu essen. Da brach man in die Stadt, und alle Kriegsleute wandten sich zur Flucht und zogen zur Stadt hinaus bei Nacht durch das Tor zwischen den zwei Mauern auf dem Wege, der zum Garten des Königs geht. Aber die Chaldäer lagen rings um die Stadt her. Und als sie den Weg zum Jordantal nahmen, jagte das Heer der Chaldäer dem König nach, und sie holten Zedekia ein im Jordantal von Jericho. Da zerstreute sich sein ganzes Heer. Und sie nahmen den König gefangen und brachten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla, das im Lande Hamat liegt. Der sprach das Urteil über ihn. Allda ließ der König von Babel die Söhne Zedekias vor dessen Augen töten und tötete auch alle Oberen von Juda in Ribla. Aber Zedekia ließ er die Augen ausstechen und ihn in Ketten legen. So führte ihn der König von Babel nach Babel und legte ihn ins Gefängnis, bis er starb. Am 10. Tage des 5. Monats, das ist das 19. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, der stets um den König von Babel war, nach Jerusalem und verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem. Alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. Und das ganze Heer der Chaldäer, das bei dem Obersten der Leibwache war, riss alle Mauern Jerusalems ringsumher nieder. Aber das niedere Volk und was vom Volk noch übrig war in der Stadt und die zum König von Babel abgefallen waren und was übrig geblieben war von den Werkleuten, führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, gefangen weg. Vom niederen Volk auf dem Lande ließ Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, Weingärtner und Ackerleute zurück. Aber die kupfernen Säulen am Hause des Herrn und die Gestelle und das kupferne Meer am Hause des Herrn zerbrachen die Chaldäer und brachten alles Kupfer nach Babel. Und die Töpfe, Schaufeln, Messer, Becken, Schalen und alle kupfernen Gefäße, die man im Gottesdienst zu gebrauchen pflegte, nahmen sie weg. Dazu nahm der Oberste der Leibwache, was golden und silbern war, an Bechern, Räuchergefäßen, Becken, Töpfen, Leuchtern, Löffeln und Schalen. Die zwei Säulen, das Meer, die 12 kupfernen Rinder darunter und die Gestelle, welche der König Salomo hatte machen lassen für das Haus des Herrn, das Kupfer aller dieser Geräte war unermesslich viel. Von den zwei Säulen aber war jede 18 Ellen hoch. Eine Schnur, 12 Ellen lang, reichte um sie herum. Jede Säule war 4 Finger dick und inwendig hohl. Auf jeder stand ein kupferner Knauf, 5 Ellen hoch, und ein Gitterwerk und Granatäpfel waren an jedem Knauf ringsumher, alles aus Kupfer. Und eine Säule war wie die andere, die Granatäpfel auch. Es waren 96 Granatäpfel daran. Im Ganzen waren es 100 Granatäpfel rings um das Gitterwerk herum. Und der Oberste der Leibwache nahm den obersten Priester Seraja und den zweitobersten Priester Zephania und die drei Hüter der Schwelle und aus der Stadt einen Kämmerer, der über die Kriegsleute gesetzt war, und 7 Männer, welche stets um den König sein mussten, die man in der Stadt fand,
dazu den Schreiber des Feldhauptmanns, der das Volk des Landes zum Heer aufbot, und 60 Mann vom Volk des Landes, die man in der Stadt fand. Diese nahm Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, und brachte sie zum König von Babel nach Ribla. Und der König von Babel schlug sie tot zu Ribla, das im Lande Hamat liegt. So wurde Juda aus seinem Lande weggeführt. Dies ist das Volk, das Nebukadnezar weggeführt hat. Im 7. Jahr 3023 Judäa, im 18. Jahr aber des Nebukadnezar 832 Leute aus Jerusalem. Und im 23. Jahr des Nebukadnezar führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, 745 Leute aus Juda weg. Alle zusammen sind 4600. Aber im 37. Jahr, nachdem Jojachin, der König von Juda, weggeführt war, am 25. Tage des 12. Monats, ließ Evil-Merodach, der König von Babel, im Jahr, da er König wurde, Jojachin, den König von Juda, aus dem Kerker holen und redete freundlich mit ihm und setzte seinen Sitz über die Sitze der Könige, die bei ihm in Babel waren. Und Jojachin legte die Kleider seiner Gefangenschaft ab und aß bei dem König sein Leben lang. Und ihm wurde stets sein Unterhalt vom König von Babel gegeben, wie es für ihn verordnet war, sein ganzes Leben lang bis an sein Ende.